Wir sollten vielleicht wirklich mal ein Boot bauen. Ich hätte da irgendwie Lust drauf. Das müssen wir mal ausprobieren. Schick, schick. Mal sehen, was es da in den Containern gibt. Also ich kann mich nur erinnern, dass die früher leer waren. Wie das jetzt ist, mal gucken. Vielleicht sind da ja auch die ganzen Displays von Samsung und... die ganzen Samsung-Displays drinne. Weil ja irgendwie da die... Weil die ja irgendwie pleite waren. Vielleicht haben die ja einfach die Container abgeworfen. Naja, wenn schon die Kisten einfach so wegfliegen, dann wird das schon irgendwas sein. Hey! Da haben wir tatsächlich was. Ein Mac, wollte ich schon sagen. Einen kaputten Mac. So, nimm mal mit. Was haben wir da? Okay. Da eine Schildkröte! Du sollst sterben! So. Lecker, Die arme Schildkröte. Naja, tut mir leid. Aber man muss irgendwie überleben. Ey, man kriegt die Kisten sogar auf. Das war Amazon Express, du siehst es da dran. Also Amazon Prime. Bäm. Warum krieg ich nur die kleinen kaputt, oder wie? Tatsächlich. Da sind immer Platinen drin. Und diese hier? Geht nicht. Jetzt habe ich einen Stein gefunden. Ob ich die vielleicht mit dem Stein kaputt schmeißen kann? Naja. Oh, ich hab... Oh nein, das Wetter wird schlechter. Ich muss nach Hause. Attacke! Naja, egal. Die Möwe, die kann ruhig leben. Ich möchte gern diesen Wasserfänger noch bauen. Aber dafür muss es noch regnen. Wie weit bin ich denn von zu Hause weg? Geht eigentlich. Aber da kommt nochmal der See in irgendwie dazwischen. Boah, es wird richtig windig hier. Es gefällt mir sehr schön, sehr gut, meine ich. Oh. Ich habe heute den Kopfhörer irgendwie falsch auf. Der drückt heute so. Es gibt manchmal so Tage, da kann ich den stundenlang aufhaben. Und es gibt andere Tage, da drückt sich hier so der Bügel in meinen Kopf rein. Von der Brille. Normalerweise habe ich diese Probleme selten. Bis hin zu gar nicht. Aber heute drückt das gewaltig. Ich habe mich gerade gefragt, was da oben wackelt, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Spinnwebe. Wie kommt denn die da hin? Ich will es gar nicht wissen. Bestimmt habe ich irgendwo wieder so einen dicken, fetten Okolyten, ne? Habe ich den einen Tag auch im Stream erzählt. Hier ist es ja auch manchmal so, wenn du hier so einen Stein wegnimmst. Da! So eine fette Spinne! So eine fette Spinne! Die hing da oben! Da hinten! Über dieser Tür! So fett! Ich habe mich so verjagt den einen Tag. Weißt du, ich gehe da ganz normal. Ich wollte den Raum verlassen, ne? Es war noch ein bisschen düster. Und ich stelle fest, dass mitten über dem Türrahmen so ein schwarzer Fleck ist. Ich dachte, was ist denn das? Ich mache Licht an und stelle fest, dass es ein flauschiges, achtbeiniges Tierchen ist. Und dann war es eine Spinne. Ja. Und was macht natürlich Klein Terra? Terra nimmt einfach ein Glas, fängt die mit dem Glas und versucht sie rauszuschmeißen. Ich werde mal eben gerade das Rezept raussuchen. Moment. Ich erzähle gleich weiter. Da. Wo packt man das mal hin? Es darf ja nicht zu schräg stehen. Ich würde das ja am liebsten hier hinsetzen. Und da sammelt sich jetzt Wasser. Und da bin ich ja mal gespannt. Sollten wir vielleicht ein paar mehr von machen. Ich habe dann das so gemacht. Ich glaube, ich mache noch ein Dach drüber. Dann kann ich nämlich auch in Ruhe noch ein bisschen erzählen. Ja, um das zu machen, komm, wir fällen erstmal ein paar Bäume. Welche fälle ich denn mal? Die hier. Dann haben wir ja auch ein bisschen Platz, dann ist es einsichtiger. Also, ich habe dann
die Axt ist auch nicht viel besser. Ich habe dann quasi diese Spinne genommen und habe die versucht rauszuschmeißen. Ja, ich mache Fenster auf. Was passiert natürlich? Ich versuche die rauszuschmeißen. Ich habe auch eine Menge Schwung drauf gehabt. Aber irgendwie muss die aus dem Glas vorher rausgefallen sein, weil ich vielleicht zu schwungvoll nach hinten gegangen bin. Und dann lag die plötzlich wieder auf meinem Schrank. Ich dachte mir so, na toll, was machst du denn jetzt? Dann habe ich die wieder eingefangen. Ich habe mich stets bemüht, die wieder einzufangen. Und dann bin ich vor die Tür gegangen und habe sie rausgeschmissen. Aber dass ich dieses Tier nicht platt gemacht habe, wie kann man nur, ne? Denkt man sich jetzt erstmal. Normalerweise machst du doch Bams platt. Ich weiß nicht, manchmal kann ich selbst einer Fliege nichts zuleide tun. Die fange ich eher ein, statt ich sie platt mache. Selbst, man möge mich jetzt verrückt nennen, wenn ich jetzt sage, ich schmeiße selbst Mücken raus. Ja, du hast gerade richtig gehört. Du wirst jetzt erstmal voll mit der Hand auf die Stirn klatschen und denken, was ist denn das für ein kranker Typ? Na, ich bin tatsächlich manchmal so, warum auch immer. Kann ich das irgendwie drehen? Es wäre jetzt schön, wenn ich das irgendwie als Decke machen könnte. Warte mal, ich probiere mal was. So geht es. Klappt das? Oder ist da jetzt so eine blöde Lücke zwischen? Ich muss mal gucken, wenn... Upala. Wenn ich das fertig gebaut habe. Ob das dann zufällig immer noch so komisch aussieht? Na los. Oh, jetzt komm. Das geht aber, ne? Funktioniert echt gut. Nämlich nicht. Oh, ich kann mich hier nicht frei bewegen. Ich wollte eigentlich gerade noch was von den Mücken erzählen, aber wartet mal ganz kurz, bis ich das hier irgendwie hingekriegt habe. Alter, das muss doch funktionieren! Doch, geht doch. Mensch. Man muss sich immer erst aufregen, bevor es geht. Und da kann ich es jetzt nicht dran setzen, oder wie? Doch. So, es funktioniert doch. Es ist ganz schön dunkel hier. Setzen wir da mal was hin. Ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo Äste? Weg mit dir, blöder Stein. Ich glaube ja, da ist ein Ast gewesen. Und jetzt kann ich das hier, glaube ich, anzünden. Mal gucken. Ja, das brennt tatsächlich recht gut. Ich hätte auch das hier kaputt machen können einfach. Was ich jetzt sagen wollte, also es gibt auch manchmal so Situationen, da schmeiße ich Mücken tatsächlich raus. Ich weiß nicht, warum ich die Mücken rette. Aber ich nehme dann wirklich irgendein... Sagen wir mal, so eine alte Moncherie-Packung. Hatte ich hier letztens jedenfalls rumliegen. Schöne Geräusche. Hatte ich jedenfalls hier letztens rumliegen. Ich muss was essen. Hatte ich... Nein! Hö, rein da! Lauf ins Feuer, los! Ha! Du unterbrichst mich beim Quatschen! Das ist aber total unhöflich. Ah,
Los! Geh doch! So, du auch. Ah! Hör auf! Nein! Nein! So, jetzt hast du aber genug gemacht hier. So. Mein Gott, ey. Jetzt habe ich natürlich hier die ganzen Leichen vor meiner Tür liegen. So. Den einmal weg. Und den einmal weg. Jetzt möchte ich mal eben gerade testen, ob ich so ein schönes Beinchen nicht essen kann. Na los, geh ab. Ich denke mal, das geht. Sonst könnte man nämlich... Sonst würden die auch nicht schlecht werden. Das ist aber, glaube ich, der schlechte Fuß. Oder? Nee, ich würde jetzt mal sagen, das ist der gute. Ja, ich habe dann also auch die Mücken mit diesem Teil eingefangen und habe die dann rausgeschmissen. Normalerweise Mücken kannst du nur platt machen. Aber ich weiß nicht, warum ich die dann rausschmeiße. Ich bin, glaube ich, ein zu guter Gutmensch. Ich weiß auch nicht. Mal gucken. Ah, es ist jetzt nicht so nahrhaft. Oh, ich muss das reparieren? Ey, die haben das tatsächlich etwas krumm gemacht. Huh! Was ist denn hier los? Ih! Die steckt irgendwie ganz schön im Boden fest. Finde ich jetzt aber nicht so toll, dass die hier ist. Ah, mit Baumharz repariert man die Sachen also wieder. Huh! Wieder rein. Ja, das ist jetzt aber doof. Ich möchte auch mal schlafen hier. Vor allen Dingen, uah! Wieso kommst du hier rein? Hä? Der läuft einfach mal durch die... ja. Kann ich den eigentlich verbrennen? Kann ich tatsächlich... Bin mal gespannt, was passiert. Los! Du blöder Kannibale! Er sieht jedenfalls so aus. So, der ist auch weg. Was war das denn? Der hat noch gelebt? Oh. Der zerfällt einfach mal zu Knochen. Wer auch immer das war. Achso, das war ja die ich da draufgeschmissen habe. Der ist immer noch nicht tot. Ist er jetzt tot? Ja, jetzt ist er tot. Oh, dann kann ich dich ja auch nochmal verbrennen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du, ich bin so freundlich zu Mücken und allem und dann wollen sie mich immer tot sehen. Das finde ich nicht in Ordnung. Überhaupt nicht. Ah, gucke mal an. So, ein bisschen heilen. Und jetzt müssen wir vor allen Dingen auch mal was auf den Grill werfen. Denn wir müssen was essen. Nehmen wir mal das hier. Ich glaube, der Eingeborene zerfällt auch gleich. Und es läuft schon wieder irgendwas darum.
Ich glaube, die Eingeborene, die will den Tod ihres Mannes rächen, könnte ich mir vorstellen. Hi! Es tut mir leid. Mach's gut. So. Das ist wieder repariert. Haben die hier alles ein bisschen beschädigt? Ich weiß es gar nicht. Kanicke schieben einen Baumstamm hin und her. Pff. Auch nicht schlecht. Aber irgendwie hat das hier noch nichts gebracht, ne? Schade eigentlich. Schon wieder einer! Wo kommt ihr denn alle her? Lasst mich doch in Ruhe! Los! Meine Güte. Den werden wir auch mal auf den Grill schmeißen. So. Und dann wollen wir mal jetzt endlich schlafen gehen. Beziehungsweise speichern. Und wir können eigentlich mal das Dach noch fertig machen. Oder? Nee, ich glaube, ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt einfach, die Aufnahme werde ich jetzt beenden. Natürlich, es ist ja auch schon, ja, 2,5 Stunden sind jetzt rum. Es reicht ja jetzt auch langsam. Die muss man sogar verbrennen. Sonst fangen die irgendwann das Müffeln an. Ist ja unglaublich. Ich sollte vielleicht hier draußen auch irgendwie so eine Feuerstelle machen, wo ich die verbrenne. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die loszuwerden. Weil so könnte sich eine Krankheit ausbreiten. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Und wir müssen vor allem auch mal unseren Topf wieder nehmen. So, Wasser drinne. Und erstmal schön da drauf stellen. So, was kann man denn eigentlich aus Knochen machen? Ich kann damit auf jeden Fall zuschlagen. Upgraded Spear. Warte mal. Okay. Geil. Das nenne ich jetzt meinen richtigen Speer. Kann ich den auch immer noch schmeißen? Ich kann den immer noch schmeißen. Der sieht voll gut aus. Ich möchte jetzt aber das Wasser irgendwann trinken. Ich hoffe, das geht noch. Mensch, dass man jetzt auch so die Sachen upgraden kann, das war früher auch alles nicht möglich. Na los, komm, ich will was saufen. Ah, jetzt geht es. Und den Topf wieder mitnehmen. Tja, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, vor allen Dingen für euer Interesse, dass ihr hier mitgesehen habt und vielleicht habt ihr genauso viel Spaß gehabt wie ich und holt euch das Spiel, weil es ist wirklich... Oh, ich habe gerade eine Dory vernichtet. Oh nein! Wie kann ich nur... Das sehe ich gleich in den Kommentaren. Wie kannst du eine Dory vernichten, du Arschloch? Entschuldigung. Jetzt ist erstmal jedem schlecht geworden vom Monitor. Ja, es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich würde mich über ein positives Feedback freuen und vor allem, wenn das gut bei euch ankommt, dann werde ich das auch öfters aufnehmen. Nur im Moment ist es halt so, es soll ja ein bisschen die Enderal-Zeit überbrücken. Und ich hoffe, da habe ich mir ein gutes Spiel raus... Na! Das gibt's doch nicht! Bleibst du wohl! Ich denke mir, ich habe da ein gutes Spiel rausgesucht, dann lasse ich halt diese blöde Krähe. Und ihr habt genauso viel Spaß wie ich, also ich würde mich da echt freuen drüber, wenn das gut wäre. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir werden beim nächsten Mal, es kommt jetzt natürlich drauf an, weil ein Update steht nämlich bevor, in 18 Tagen oder so. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal aufnehme. Vielleicht in einer Woche oder so. Mal gucken.
Oder vielleicht morgen schon. Naja, mal sehen. Jedenfalls, ich würde mich sehr freuen, wenn es bei euch gut ankäme. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession hier wieder. Macht es gut. Auf Wiedersehen und tschüss.